Und jetzt testen wir für euch mein Mr. Splitboards High Mountain Shape. Willkommen beim großen Splitboard-Test von und mit Mr. Splitboards. Ich präsentiere euch heute hier auf 2750 Meter im schönen Kaunertal das High Mountain, ein eigener Shape von Mr. Splitboards. Mit dem High Mountain habt ihr einen super hochalpinen Shape, der euch vor allen Dingen im Aufstieg als auch in der Abfahrt bei harten wie auch bei Powderbedingungen optimal unterstützt. Als Shape habe ich gewählt einen Camber, einen Hybrid-Rocker, Camber im Bindungsbereich und gerockert in Tip und Tail. Nose und Tail flacher auslaufen, damit ihr Ski maximalen Grip im Aufstieg habt, sowie einen mittleren Radius zwischen 9 und 10 Metern. Auch der Flex ist eher als Medium einzustufen, nicht zu hart und nicht zu weit. Heute treten wir das High Mountain auf der Piste im Kaunertal und zeigen mal die grandiosen Fahreigenschaften auf steinharten Hängen. Kante greift, große Turns, ziehen durch die neu präparierte Piste, Hammer Abfahrtsfeeling und jede Menge Spaß, bei harten wie bei weichen Bedingungen. Nach der Tour nutzen wir die Zeit noch etwas und schauen uns den Aufstiegsski genauer an. Das High Mountain von mir persönlich ist extra dafür gebaut worden, durch den Radius und durch die Steifigkeit sowie die Verteilung Camber Rocker, um den Aufstieg optimal zu unterstützen. Dazu kommt bewährter Leichtbau und eine Farbe, eine Beschichtung, die möglichst wenig Schnee darauf haften lassen soll. Und jetzt fassen wir nochmal alle wichtigen Eigenschaften des High Mountain Shapes für euch zusammen.